Okay, ich verzichte eigentlich mehr oder minder auf meine Vorstellung, sondern möchte gleich beginnen. Im Gegensatz zu dem, was Ralf heute Morgen gesagt hat, nämlich dass ich etwas über Kanban bzw. agile Welten erkläre, muss ich leider ein paar agile Welten brechen. Es geht wirklich um Lean. Lean Thinking. Was ist das genau? Das möchte ich zusammen mit Ihnen auf einer kurzen, aber sicher spannenden Reise anschauen, einige Impressionen und vor allem, was mir ganz persönlich wichtig ist, Ihnen Inputs geben, was hinter dieser Materie steht. Und dazu gehen wir zuerst mal in die Vergangenheit. Ich mache mit Ihnen ein kleines Spielchen, damit Sie die Sensibilisierung auf das Denken oder die Hirnaktivitäten von Ihnen ein bisschen besser verstehen dann. Darf ich Sie bitten, dass alle im Saal und die Zuschauenden ihre Augen schließen und sich folgendes Folge vorstellen. Gehen Sie zurück in die Zeit Ihrer Kindheit, irgendwo zwischen 4 und 6 Jahren alt. Sie sind in Ihrem Zimmer, Sie schlafen noch und wachen langsam auf. Wenn Sie die Augen öffnen, sehen Sie eine vertraute Umgebung. Ein kleiner Lichtstrahl kommt irgendwo durch das Fenster hinein. Sie sehen Dinge, die Sie kennen. Sie wissen, wie sich diese anfühlen. Vielleicht, sofern es etwas Pflanzliches ist, wie das schmeckt. Stellen Sie sich das kurz vor. Gehen Sie jetzt einen Schritt weiter. Sie stehen auf, gehen zum Fenster, öffnen dieses und erleben das Aha-Erlebnis der Kindheit. Sie bemerken, es hat Blumen draußen, die Sonne scheint, Sie spüren Wärme, Sie hören vertraute Geräusche und natürlich auch Gerüche. Auch das wieder bitte ein paar Sekunden selber zurückdenken und schauen, wie das damals war. Okay, öffnen Sie jetzt die Augen und ich wäre froh, falls jemand von Ihnen in der Lage war, diese Erinnerungen, Ihre ganz persönlichen Erinnerungen, wieder wachzurufen, das Gefühl zu haben, Sie machen das wirklich noch einmal, Sie öffnen noch einmal das Fenster, Sie hören, riechen und spüren noch einmal das Gleiche, möge er die Hand heben. Gibt es irgendjemand im Raum, der das noch kann? Scheint nicht der Fall zu sein. Ich komme später darauf zurück, warum das wichtig ist. Da gehen wir mal zum Überblick. Lean Thinking ist ein Begriff, der die meisten, zumindest die Älteren unter uns, kennen aus den Anfängen des Leans, als die beiden Herren Womack und Jones ihr Buch schrieben, Lean Thinking. Die Idee dahinter war, als sie nach Asien gingen, beziehungsweise Japan, um herauszufinden, warum sind die Leute dort besser als bei uns. Die Überschrift Lean Thinking ist aus meiner Sicht falsch. Man hat den Leuten gesagt, es ist ein Denken. Dabei haben die beiden Autoren eigentlich nichts anderes getan, als die Firmen analysiert und eine Methodensammlung daraus gemacht. Die Methodensammlung ist aber nicht gleich Denkweise. Das ist ein Fehler, das im Lean-Bereich sehr häufig geschieht. Eine Lean-Methode kann theoretisch jedes Kind anwenden. Das darf man nicht vergessen. Und heute soll der Fokus in erster Linie darauf ausgerichtet sein, dass man lernt, wie man denken sollte oder könnte, um im Lean mehr Erfolg zu haben. Methode alleine reicht nicht. Wie wir alle wissen, ist es wichtig, wenn man etwas lernen möchte oder etwas weitergeben will, dass Wissen vorhanden sein muss. Das Wissen erarbeiten wir uns manchmal selber, meistens aber gemeinsam. Seien das in Form von Mentoren, Lehrern, Dozenten oder Kollegen in der Arbeit. Was lernen wir dort? Wir lernen etwas, das wir unser Leben lang immer wieder tun, seit Beginn der Kindheit. Wir kopieren zuerst das, was andere machen. Wenn der Vater oder die Mutter etwas vorzeigt, kopiert das Kind das. Das später machen wir dasselbe. Wer sich erinnern mag, als man beispielsweise in der Azubi-Zeit oder nach dem Studium angefangen hat zu arbeiten oder irgendwo in eine neue Firma kam, wurde jeder Schritt einem gezeigt. Man hat den Schritt auch genau gleich weitergegeben. Man hat sich meistens nie
Gedanken gemacht, ist das, was ich erhalte, was ich selber tue, überhaupt richtig? Stimmt das? Das machen die meisten von uns auch heute. Wer kennt keinen Manager, der einfach das tut, was seine Stufe obendran befiehlt? Wer kennt niemanden, der genau das erzählt, in einem Studium beispielsweise, an einem Vortrag, Referat oder in einer Arbeit, was andere schon geschrieben haben? Das kennt jeder von uns. Heute wollen wir anderes Wissen verteilen. Ich möchte Ihnen gerne eine Möglichkeit geben, damit Sie ein wenig verstehen, was Lean Thinking ist und wie Sie das unter Umständen für sich selbst entwickeln können. Ich sage absichtlich unter Umständen, weil das, was für mich richtig ist, muss für Sie nicht speziell so sein. Ich möchte Ihnen nicht etwas aufdrängen, sondern etwas als Impuls übergeben. Dazu brauchen wir ein Vorgehen. Gibt es per Zufall jemand, der Fallschirmspringer ist? Oder hat jemand schon mal einen falschen Sprung gemacht? Paragliding? Mindestens eine Person. Also, was ich wichtig finde, wenn mich die Leute fragen, wie gehe ich vor, um Lean einzuführen oder Lean Thinking zu lernen, dass man nicht einfach sagt, okay, Türe ist offen, ich springe jetzt raus. Kann man machen. Machen ja diverse Firmen auch. Das ist aber nicht unbedingt gut. Man hat ja einen Fallschirm. Ich persönlich kenne mich zu wenig aus, aber ich habe ein bisschen nachgeforscht und festgestellt, was so einfach aussieht, so aus dem Flieger zu hüpfen, ist alles andere als einfach. Man muss zuerst mal Theorie lernen, man muss Materialkenntnis haben, man muss wissen, wie man das Material pflegt. Und was ganz wichtig ist, man hat rund um diese ganze Geschichte mit dem Flieger immer Hilfspersonen. Man hat jemanden, der die Maschine fliegt. Und zwar so, dass man den Sprung machen kann. Jetzt auf eine Firma übertragen heißt das, die Piloten könnten beispielsweise die Geschäftsleitung sein. Die Leute, die, wie jetzt da im Bild ganz minimal noch zu kennen, die die Tür öffnen, die schauen, dass es keine Rangeleien gibt, dass die Leute korrekt abspringen. Also nicht das, was der Mensch, der springt, tun muss, sondern was er rundum tun muss. Der kontrolliert das, der stoppt auch, der prüft auch was. Das könnte der Manager sein. Oder sollte eigentlich. Und die Leute, die dann springen, die müssen sich ja bewusst sein, was sie tun, wie sie es tun und was sie mit dem, was sie machen, verursachen. Auch das ist ein Punkt, das immer mehr verloren geht. Man macht eine Arbeit, ohne sich zu überlegen, macht es Sinn, macht es keines, ist einfach ein Auftrag. Ich erledige es, Punkt, Schluss, Ende. Was dabei rauskommt, ist eigentlich mehr oder minder gleichbedeutend, wie wenn ich jetzt da einfach über die Brücke raushüpfe. Ich mache keine Unterteilung zwischen richtig oder falsch oder mache mir keine Gedanken, ob das, was ich bei mir trage, sei es Wissen oder Ausrüstung, ansatzweise brauchbar ist. Ich gehe einfach über die Klippe. Und jeder von uns weiß, wer da drüber hinaushüpft, der kommt garantiert unten an. Frage ist wie. Die Mathematiker unter Ihnen können, wenn sie Lust haben, ausrechnen mit der Wahrscheinlichkeitstheorie, wie viel Chance besteht, dass ohne Fallschirm unten noch jemand ankommt, der lebt. Das wollen wir nicht. Deshalb ist es im Lean Thinking wichtig, dass man trainiert. Das klingt jetzt ein bisschen komisch und ich möchte Sie an dieser Stelle auch absolut gar nicht mit Themen wie Hirntraining irgendwie langweilen oder Ihnen die Funktionsweise des Gehirns extrem nahe bringen. Was aber wichtig ist zu wissen ist, ab dem Zeitpunkt, wo wir leben, registriert unser Gehirn gewisse Dinge, alles, was wir tun, alles, was wir machen, alles, was wir sagen. In dieser Zeit verbindet sich in unserem Gehirn das Ganze zu einem Netzwerk. Und dieses Netzwerk kann man bis ins hohe Alter einerseits neu verknüpfen, ausbauen, verstärken oder eben verkümmern lassen. Was beim Lean Thinking sehr wichtig ist, ist, dass man immer und immer wieder damit beginnt. Es ist nicht eine Methode, die man einmal lernt, dann ein bisschen übt und dann findet, es reicht. Es gibt den einen oder anderen, der später dann sehen wird, was das genau heißt, beziehungsweise erkennt vielleicht seine eigene Vorgehensweise, beziehungsweise er versteht dann, warum er das tut. Also mein persönliches Umfeld, da gibt es einige Leute, die sagen, du übertreibst. Es gibt Leute, ich weiß jetzt nicht, ob Johann anders da ist, er schreibt es schön, wir sind ein bisschen Berufspessimisten. Was heute gut ist, ist morgen schon wieder schlecht, beziehungsweise das, was heute gut war, muss morgen wieder verbessert werden. Das ist eine Denkart.
gewisse Leute sehen darin Pessimismus, das ist aber nicht falsch. Jetzt, wie könnte man das trainieren? Das ist eigentlich so die wichtigste Frage. Es geht ein bisschen in die Richtung Mentaltraining. Es geht nicht darum, es sich einzureden, sondern man braucht irgendwelche Parameter, wo man arbeiten mit kann, ohne dass man sich einreden muss, es muss real bleiben. Eines davon, das finde ich so die Grundbasis ja von Lean, ist Kaizen. Kaizen, die Verbesserung in ganz kleinen Schritten, ein endloser Weg, deshalb auch so dargestellt, ist ja eigentlich wirklich der Kern vieler Lean-Aktionen. Das Lean-Denken, es wird immer wieder auf das verwiesen, macht Kaizen hier, macht Kaizen da, das ist toll. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Man muss sich bewusst sein, ohne den Inhalt von Kaizen zu kennen, dass die Verbesserung, die ständige Verbesserung, etwas ist, das nie endet. Es darf nie enden. Das ist der erste Punkt, wo das Gehirn sich ein bisschen verändert, wenn man es nicht akzeptiert. Dass man sagt, ich mache heute diese Präsentation und finde sie morgen nicht so toll. Also möchte ich in Zukunft das und das anders machen. Was brauche ich dazu? Was habe ich erlebt, was tue ich, etc. Und verbessere das, Stück für Stück. Das ist auch in unserer Arbeit so. Wenn man Prozesse optimiert oder von mir aus auch Werkhallen aufräumt, hat man mit der Zeit den Anspruch, immer wenn man wieder kommt, dann sieht man was. Und das, was man sieht, möchte man gerne verbessern. Und das geht nur indem, dass man dem Hirn sagt, ich akzeptiere, dass ich immer verbessern will. Das ist kein Zwang, sondern einfach eine, ich sag mal so eine, ein Input einem selber, ich möchte gerne verbessern. Es macht mir Spaß, etwas zu verbessern. Es macht mir Spaß, Leuten zu helfen, die was verbessern wollen. Ich tausche mich gerne aus mit Leuten, die verbessern können. Es geht Stück für Stück vorwärts. Das ist einer der Hauptpunkte, der im Lean Thinking aus meiner persönlichen Sicht elementar ist, damit es überhaupt funktioniert. Es gibt keine einmaligen Aufräumaktionen, keine einmaligen Prozessanpassungen. Es gibt Leute im Bereich von Toyota, die gesagt haben, sobald ein Unternehmen geboren wird oder eigentlich gegründet wird, ist es automatisch ein Zerfall preisgegeben. Das hat einen Grund. Es stimmt ja eigentlich auch. Irgendwo funktioniert was nicht. Also muss ich das Unternehmen in jedem Bereich, an jedem einzelnen Tag, idealerweise von jeder einzelnen Person, verbessern. Das ist der erste wichtige Punkt zum Lean Thinking. Das reicht aber nicht. Die einen oder anderen haben sich den Begriff Sehen lernen gehört. Häufig liest man das im Zusammenhang mit Visualisierungen, wie beispielsweise Wertstromanalyse oder beziehungsweise Wertstromdesign. Das ist ein Teil davon. Auch das visuelle Management ist ein Teil davon. Alles, was ich erkennen kann, was ich sehen kann, ist etwas, was ich verändern kann, wenn ich das will. Das Bild soll eigentlich genau das zeigen, was in den meisten Unternehmen der Fall ist. Ich muss meine Sichtweise ändern. Ich muss nicht das, was hinten steht, was vielleicht gefiltert ist, was falsch ist, was nicht passend ist, als Realität akzeptieren. Ich muss hingehen, dort, wo etwas geschieht, das dort anschauen und dann merke ich plötzlich, das ist gar nicht das gleiche Bild. Es ist nicht dasselbe Bild, es ist nicht dieselbe Begebenheit, es ist nicht das, was man angenommen hat. Das Sehenlernen ist für mich etwas anderes, als die meisten vielleicht machen, indem dass man sagt, ich gehe mal hin, skizziere irgendetwas und das hat sich. Wer in diesem Denkschema vorwärts geht, und das macht auch Spaß, kann beispielsweise unter Kollegen ein Bild einer Werkhalle oder eines Büros austauschen und sagen, sag mir, was ich ändern muss. Das ist anfangs ein Spiel, mit der Zeit ist das ganz lustig, weil man sieht immer etwas. Das sieht man in Werkhallen, diejenigen, die in Werkhallen unterwegs sind, ganz, ganz tolle Dinge, Sicherheitsrisiken, Verschwendungen, alles Mögliche, nur durchs Betrachten. Irgendjemand hat heute knapp gesagt, der Mann, der, ich weiß nicht mehr wer, der hingestanden ist und geschaut hat, wie laufen Prozesse. Gegen außen sieht das extrem langweilig aus, in der Realität ist das aber sehr spannend. Ich kann betrachten, was jemand macht. Ich lerne durch das Sehen zu erkennen, was die Person tut.
was der Ablauf dahinter ist, wo Schwachstellen sind, was man ändern könnte. Auch das ist einer der wichtigen Punkte, damit das Lean Thinking wirklich funktioniert. Es soll die Denkweise ändern. Dann haben wir also jetzt im Moment der erste Punkt mit der permanenten Verbesserung in kleinen Schritten. Wir haben den zweiten Punkt, ich akzeptiere, dass das, was ich sehe, nicht zwingend das ist, was es ist. Und somit kommen wir zum dritten Punkt, die Realität. Die Realität hat einen ganz schönen Punkt. Ich habe hier absichtlich ein Spinnennetz genommen. Für viele Leute sind solche Konstrukte von Tieren eigentlich etwas Wunderschönes. Sie sind klar, sie sind stabil, Spinnennetz ist sehr stabil. Es wird immer wieder aufgebaut. Das heißt, jemand ist für das Netz verantwortlich, nämlich die Spinne selbst. Das Ganze ist auch übertragen eigentlich die Nahrungsquelle der Spinne. Es hängt meistens an einem wunderschönen, lichtdurchfluteten und windigen Eckchen. Also alles wunderbar, perfekt, absolut super. Jetzt gibt es nur noch ein kleines Problem. Wir sehen in diesem Bild, dass es gewisse Löcher hat. Die Spinne, aus was für Gründen auch immer, geht regelmäßig durch ihr eigenes Netz und repariert diese. Man sollte nicht, man kann es ausprobieren, wenn man ein Spinnennetz findet, mal irgendwo so einen kleinen Faden kaputt machen, es geht nicht lange und die Spinne repariert das. Automatisch. Und eine Spinne ist kein Roboter. Es gibt ihnen niemand den Auftrag. Das ist reiner Automatismus. Ich sehe eine Schwachstelle oder wie auch immer und repariere diese. Das ist die Scheinrealität in der Arbeitswelt. Wir haben das Gefühl, dass wenn wir sowas machen, automatisch die Leute da sind, die das reparieren. Ich gehe mal davon aus, wenn eine Scheibe eingeschlagen wird, irgendwann im Gebäude, dann ist es tatsächlich so. Dann ruft jemand irgendeine Firma an und sagt, du, Scheibe kaputt, bitte reparieren. Wie sieht es dann aus, wenn etwas schief läuft? Produktion daneben ging, ein Mikromillimeter falsch eingestellt, alles kaputt, ganze Produktion, weg damit. Da passiert das nicht automatisch. Wenn es einzelne Teile sind, findet es vielleicht gar keiner. Also man weiß, dass in der Firma ist es nicht so, dass automatisch einfach alles sauber läuft. In der Natur scheint es teilweise zu funktionieren. Nur wie sieht dann die Realität aus? So. Die Realität ist das, was wir nicht gerne sehen. Es hat einen Zweck. Strom und Licht ist vorhanden. Es hat Installationen, die funktionieren höchstwahrscheinlich. Super. Nur, wenn jetzt da die Birne kaputt ist oder noch schlimmer, irgendeines dieser Kabel ist defekt. Da kommt eine Person oder vielleicht zwei und verbringen mal ein paar Minuten damit überhaupt herauszufinden, welches Kabel brauche ich überhaupt. Was soll das bedeuten? Im Geschäftsalltag haben wir häufig das Problem, dass die Firmen das Gefühl haben, zu sein wie ein Spinnennetz. Mehr oder minder perfekt, alles funktioniert. Das ist aber nicht Realität. Die Realität ist im Normalfall, dass, wenn man es ganz grob betrachten würde, genau sowas. Keiner weiß, wo was ist. Keiner fühlt sich verantwortlich. Brennt es, dann ist es gut. Wenn es nicht brennt, Pech gewesen. Reparieren kann, wer will. Und kosten darf es auch nichts. Das muss man sich auch verinnerlichen. Das ist Realität. Man muss aufhören, das Gefühl zu haben, wenn ich in eine Firma komme, in eine Abteilung, in ein Büro, in eine Werkhalle, in was auch immer, dass dort alles richtig läuft. Gerade im Lean-Bereich, da gibt es ja diverse Spezialisten, die ich jetzt absichtlich nicht nennen möchte, die wirklich 2-3 Stunden mit 10-20 Metern verbrauchen, um die Fehlerquellen zu nennen. Und das sind meistens Firmen, die relativ gut gestellt sind. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass ein Großteil der Werkstätten, der Büros, leider nicht so sind, wie man es könnte. Und da geht es nicht um Aktion schön wohnen, sondern es geht darum, dass es sicher ist, dass es effizient geht. Und was mir persönlich ein Anliegen ist, dass die Leute, die dort arbeiten, ihr Fachwissen einbringen können, dass sie Spaß haben. Arbeiten soll Spaß machen. Es bringt nichts, wenn ich 10 Stunden in einem Geschäft sitze, aber ich habe null Bock drauf. Ich weiß schon am Morgen früh, wenn ich das Mail anschaue, ach nein, nicht das schon wieder. Das macht keine Freude. Das bedeutet, wenn wir alle
die Realität akzeptieren und sagen, okay, das ist ein Fehler, ist nicht gut, wir korrigieren es. Fehler sind nichts Schlechtes. Auch Chaos ist nichts Schlechtes, aber macht was draus. Deshalb der dritte Punkt da drin, die Realität. Das heißt, Lean Thinking besteht aus meiner Sicht aus dem kontinuierlichen Willen zu verbessern, zu erkennen, was vor Ort real wirklich ist, und ich akzeptiere die Realität, wie sie ist. Nicht, wie mein Chef sie möchte, nicht, wie ich das Gefühl habe, wenn ein Wasserrohrbruch da ist, er ist da, Ende. Keine politische Diskussion, nichts. Akzeptanz der Realität. Das kann positiv wie negativ sein. Wenn man das Ganze jetzt ein bisschen zusammenfasst und bei der Natur bleibt, dann passt dieses Bild wunderschön. Man muss akzeptieren, dass auf dieser großen Ebene nur ein Baum steht. Dieser Baum hat einen Vorteil. Er scheint gut gewachsen zu sein, er hat im Moment Licht, Nahrung in Form von Nährstoffen und Wasser offenbar auch. Und trotzdem, wenn man den Baum bzw. die Bewohner des Baumes anschaut, dann weiß man, dass sich Pflanzen schützen gegen Schädlinge und beispielsweise aber auch akzeptieren, wenn es irgendwelche, ich sag mal, Insekten gibt, die von ihnen profitieren, im Austausch, als Schutz. Also auch ein Baum ist so weit, dass er sich selbst optimiert. Klingt ein bisschen komisch, ist aber so. Und das ist das, was wir eigentlich in der Unternehmung machen sollten. Wir müssen akzeptieren, was wir vor uns sehen. Wir müssen hingehen, dort, wo es etwas geschieht. Und dann verbessern, Stück für Stück. Genau wie ein Baum gewachsen ist, über Jahre dauert auch der Weg. Es geht nicht schneller. Also man kann es versuchen, aber es funktioniert dann nicht. Jetzt haben wir die Zukunft. Wir haben am Anfang die Vergangenheit gesehen, was geheißen hat, okay, wir sind Kinder. Wir versuchen uns an das zu erinnern, was als Kind geschehen ist, wie sich das angefühlt hat. Das ist lange her. Es ist verständlich, dass das die wenigsten Leute noch können und es muss auch nicht so sein. Aber man kann es wieder lernen. Wenn Sie in Zukunft beispielsweise in so einem Wald spazieren gehen und das, was Sie hören, sehen oder fühlen können, in sich aufnehmen und das immer und immer wieder machen, als eine kontinuierliche Verbesserung von Ihren eigenen Eindrücken, akzeptieren, was Sie sehen, nicht einfach, ich glaube, ich sehe Nebel. Keine Ahnung, was das ist. Dunst, Nebel, Licht. Das muss man erleben. Man muss es betrachten, sehen lernen. Wenn man irgendwo etwas im Wald entdeckt, hingehen, nochmals anschauen, lernen. Mit diesem Weg haben Sie die Möglichkeit, Lean Thinking zu einem Teil von Ihnen zu machen. Das rüberzunehmen in die Unternehmung, Ihr eigenes Geschäft, und dort zu betreiben. Denn dann sind Sie auch sicher ein Lean Thinker. Besten Dank. So, Fragen an den Schweizer Lean Freak. Oh, ganz da hinten, das kann ich nicht werfen. Nicht Pass und Ziel genau. Also so weit komme ich natürlich schon, aber... So, Achtung, kommt geflogen. Meine Frage zielt dahin, also erstmals danke für die tolle Organisation und die Konferenz soweit. Aber ich möchte mal ein bisschen provokant sein. Ich hatte Gelegenheit, mit Dennis Womack und Jones, als das Buch kam, kurz zu reden, ein bisschen mit ihnen zu arbeiten. Und beide haben mir damals schon gesagt, sie befürchten, dass die Europäer und speziell die Deutschen das Konzept, was Sie sozusagen erforscht haben, eigentlich nicht konsequent durchdacht haben, sondern einfach, ich sage jetzt mal, kopieren. Weil ich glaube, es gibt Elemente auch in dem Bereich Lean und Lean Thinking, die sehr stark gekoppelt sind an eine bestimmte Art des Denkens, des Verhaltens in der Kultur, in der Sie das erforscht haben. Ich sage, das Beispiel war vorhin von Professor Soski, ich habe mal einen Trainee aus der Produktion gebeten, eine Viertelstunde diese 360-Grad-Übung zu machen, stehen zu suchen und zu schauen, was los ist, der ist mir ausgeflippt. Der hat sich beim Personalverstand beklagt,
was ich ihm denn antue als junge Nachwuchsführungskraft in dem Unternehmen. Ich glaube, wir sind noch nicht in der Lage gewesen, zu durchdringen, was aus diesen Erfahrungen, aus diesen Beobachtungen wirklich das bedeutet. Und ich trainiere mit Menschen seit 25 Jahren, dass sie das Kaizen mal bei sich im privaten Haushalt anfangen zu lernen. Also kleine Verbesserungen im Haushalt, sei es Mann und Frau, sei es das Badezimmer, die Küche, den Abfall, ich weiß es nicht, um zu verstehen, was in dieser Denkmethode, in dieser Denkhaltung sich implizit vielleicht wiederfinden könnte. Und da zieht meine Frage hin. Haben wir es einfach nur adaptiert, haben das Etikett genommen, haben da tolle Businesses draus gemacht, als Trainer, Berater, Coaches, aber haben wir es vielleicht in der Konsequenz dessen, wie Menschen in dieser anderen Kultur damit umgehen, wirklich nicht durchdrungen? Vielen herzlichen Dank für Ihren Beitrag und die daran anknüpfende Frage. Frederik, willst du, also ich finde es deswegen, also den Beitrag so spannend, weil das ist ja die Kernfrage. Und ich muss jetzt mal gucken, ob der Mensch da sitzt oder ein Mensch oder, ja, die genau das gerade erleben. Und möchte eine Bemerkung noch dazu machen. Also ich glaube, das gilt für alles, ne? Vor Kopieren kommt Kapieren. So, Frederik, sag was dazu. Okay, also ich gebe dem Fragesteller definitiv recht, es ist so, ja. Es kommt ein bisschen darauf an, wie die persönlichen, ich sag mal, Beziehungen und Erfahrungen zu diesem System oder zu Lean grundsätzlich stehen. Ja, es ist so, ich habe persönlich eine Beziehung zu Asien seit vielen Jahren, und habe mehr Verständnis wahrscheinlich für die japanische Denkweise als andere unter uns. Das mag sein. Das spielt aber keine Rolle. Weil alles, was ich erzählt habe beispielsweise, ist nichts mit einer Kultur im Zusammenhang, sondern rein mit einer Übung. Es stimmt. Ich denke, wir haben das Problem in der Dachregion, also Deutschland, Österreich und Schweiz, dass wir gewohnt sind, Material zu kopieren und dieses 1:1 methodisch anzuwenden. Das, was ja auch nicht schlecht ist. Schlussendlich ist es so eine unserer Stärken. Aber es ist tatsächlich so, dass die Leute, auch einige unter uns hier, die in Japan waren, die beispielsweise Toyota von innen gesehen haben und die wissen, dass Lean doch gar nicht existiert, in diesem Begriff Zusammenhang, muss man auch wissen, dass es einfach eine andere Welt ist. Das heißt aber nicht, dass es nicht adaptierbar ist. Also für das gibt es zig, hundert Beispiele, nicht tausende Beispiele, dass es möglich ist. Es ist die Frage, ob man sein eigenes Denken hinterfragen möchte und das auch ändern möchte. Das heißt nicht im Sinne von einer Sekte beispielsweise, sondern wirklich sinnvoll so zu verändern, dass man sagt, okay, ich möchte das, ich will das machen, es bringt mir was. Aber es stimmt definitiv. Wir haben meistens das Problem mit Lean, dass die Leute es nicht adaptieren können, weil sie die Denkweise komplett ausblenden, als Unsinn betrachten und auch keinen Weg finden, das persönlich, ich sag mal, zu adaptieren, dass es Sinn macht. Das ist leider so. Wobei ich persönlich dann wiederum den beiden Herren Jones und Womack den Vorwurf machen muss, sie haben diesen Aspekt lange Jahre auch gar nie berücksichtigt. Also wenn man ja ganz ehrlich ist, haben die ja letztlich nur beschrieben, in diesem Buch, in diesem berühmt-berüchtigten Buch, die zweite Revolution in der Automobilindustrie, was die Unterscheidung zwischen den US-amerikanischen, den europäischen und den japanischen Automobilindustrie ist. Und sie haben es ja Lean Production genannt. Alles, was daraus gemacht worden ist, so verrückte Wortschöpfungen wie Lean Six Sigma, Lean Industrie 4.0, oder Lean, Muschibubu, Pillepalle, Ringelpitz mit anfassen. Das ist ja eine Erfindung von uns. Von uns Beratern und Trainern. Und genau dazu wird der Mario ja nachher etwas sagen. Und in dem Zusammenhang, um das einfach auch nochmal zu unterstützen, möchte ich Ihnen auf der lean-knowledge-base.de unsere erste Lean Talk TV Sendung, hört sich alles geil an, oder? empfehlen, wo der Mario, die Christine Gebler und der Jan Bieler und ich, wir uns unterhalten darüber, was ist denn passiert 25 Jahre nach der Einführung von Lean. Und ein bisschen Werbung für dieses Buch da hinten, nämlich 25 Jahre, da nimmt ja Syska auch Stellung und Buchinger und
Gebhard Borg und so weiter und so fort. Und das sind ja Leute, die was zu sagen haben. Und also, ich möchte es jetzt nicht oberlehrerhaft sagen, aber gehen Sie mal bitte nicht davon aus, dass das Toyota-Werk in Japan exakt so tickt wie das Toyota-Werk in UK. Also, das ist anders, weil andere Kultur, weil andere Menschen, etc., etc. Aber die haben etwas verinnerlicht und das ist das Entscheidende. Die haben etwas verinnerlicht und das ist ja das, was sozusagen in unseren Breitengraden, ja, Frederik, ich weiß nicht, wie es bei dir in der Schweiz ist, aber ich erlebe das und ich mache den Job erst ein paar 30 Jahre. Wir Deutsche glauben, wir haben irgendeine Methode, die müssten wir jetzt nur noch linear anwenden und ganz oben, zwangsläufig, müssen wir erfolgreich sein. So logisch. Ich habe eine Refa-Vergangenheit. Wissen Sie, was Refa ist? Wer weiß, was Refa ist? Restlose Ausbeutung friedlicher Arbeitnehmer, ne? Übersetzt. So, da gab es Standardprogramme. Da gab es ein Standardprogramm für die Beurteilung des Leistungsgrades des Mitarbeiters. Ne? Also der Leistungsgrad eines Mitarbeiters setzt sich zusammen aus Intensität und Bewegungsgeschwindigkeit. Hey, geil, oder? Intensität, also Intensität ist die Bewegungsgeschwindigkeit und Wirksamkeit. Wirksamkeit, ob eine Bewegung wirksam ist, können Sie erkennen daran, wie zügig, harmonisch, locker und rhythmisch gearbeitet wird. Ist ein Refa-Mensch hier? So, jetzt nicht mehr, macht nichts. Das soll ja keine Kritik an Refa sein. Das war zu der Zeit, war das richtig. Ne? Das war zu der Zeit richtig. Machen wir es doch mal einfach. Wer von euch glaubt, dass wir in Deutschland oder von der Herkunft, dass wir eine ausgeprägte Fehlerkultur haben? Bitte um Handzeichen. Ach. Ach. Und jetzt ist die Frage, warum keiner die Hand gehoben hat. Das ist doch relativ einfach. Weil wir über Jahrzehnte konditioniert worden sind, dass Fehler scheiße sind. Dass Fehler bestraft werden müssen. Das fängt ja spätestens im vierten, fünften Lebensjahr an. Setzt sich fort über die Schule, geht weiter in der Berufsausbildung. Ja, da bist du noch nicht versaut. Und dann gehst du irgendwann in ein Unternehmen, ja, und die notten dich schon ein. Die sagen dir schon, was los ist. So. Wer von euch kann sich vorstellen, dass wir morgen, sofern noch vorhanden, das Vorschlagsverbesserungswesen abschaffen? Wer kann sich das vorstellen? Wisst ihr, was das ist? Diese Briefkästen, das sind Ideenvernichter. Ja? Wer von euch kann sich vorstellen, dass wir den Fehler des Monats einführen? Ihr habt richtig gehört. Wir loben den Fehler des Monats aus. Also der Fehler, der uns am meisten Verbesserungen bringt, den stellen wir auf den Thron. Und jeder Hinweis auf einen Fehler, den vergüten wir mit 20, 30, 40 Euro, scheißegal, was er wert ist. Okay? Und all das kann natürlich nicht in einem Buch stehen, das heißt die zweite Revolution in der Automobilindustrie, weil das gar nicht der Job war. Die haben einfach nur geguckt, was da besser ist. Wenn ihr das Buch aber mal lest und auf dem Cover lest, ne, da steht da drauf, da wird also mit martialischen Worten, wer dieses Prinzip nicht einführt, wird den Wirtschaftskrieg verlieren. Das Bescheuerte daran war, dass ja mit Porsche dann ein wunderbares Benchmark gemacht worden ist, oder? Wo sich der Wedekind einen Blaumann angezogen hat und hat dann einen Porsche, also der hat so gemacht, als ob er eine Schraube dreht. Ja? So. Das, was da passiert ist, das ist meine tiefe innere Überzeugung. Frederik, wie siehst du das zu dem Zeitpunkt, wie es kommt? Das war die bestverpackteste Rationalisierungswelle westlich von Santa Fe und östlich von Moskau. Das ist aber nicht Lean, Kaizen, KVP und Co. Frederik. Ist so. Müssen wir mehr Argumente liefern? Habt ihr noch Fragen?